Hallo und herzlich willkommen zum Serverlets Build Part 11b. Ja, der Namenlos hat ja letztes Mal an der Kirche weiter gebastelt. Also hinten, was halt noch offen ist und irgendwie reinregnet. Das heißt, ich muss bis 45 aufnehmen. Ja, da läuft er auch schon relativ hobbylos rum. Und ich würde mal sagen, dass wir hier drin mal etwas Beleuchtung schaffen. Wand, ja. Und... Genau, er ist immer hobbylos. Entschuldigung, das habe ich vergessen. Das kommt auch nächstes Mal nicht wieder vor. Gut. Ich liebe Kommentare. Ich setze jetzt einfach mal zwei Punkte. Mach das, dass wir wenigstens hier ein little bit Licht drin haben. Und dieses Dach sollte da mal... Ah... Ich weiß gar nicht, wo... Ja, ne? Tolle Magie. Sollen wir die ganzen Käse mit Glas zumachen da oben? Dann kommt wenigstens noch Licht rein. Gegeben. Oh, wie freundlich. Lässt mir sogar noch eine Wahl. Ja. Also man merkt, wir hören uns... Na, oder er hört mich zumindestens. Dass wir diese tollen Kommentare kommen. So, jetzt haben wir wenigstens schon mal etwas Glasiges. Zweite merkwürdige Kacke ist ein Eingang. Hat er da, glaube ich, schon gerade gepinselt. Kurz runterscrollen in meiner Liste. Und das heißt, wir würden mal machen, wir machen jetzt, warte, die Tür ist drei breit. Roter. Machen wir, glaube ich, erstmal so roter Teppich oder was? So, nach dem Problem mit dieser merkwürdigen roten Wolle sind wir dann doch zum Entschluss gekommen, dass das Ganze jetzt gescheatet wird. Ne, hier würde ich freilassen ab hier. Dass wir da wieder die Stufen reinmachen. Funktioniert ja auch so. Ich würde Lightstone, oder? Ne, Lightstone an die... Oder so indirekte Glasbeleuchtung oder so. Keine Ahnung. Irgendwie auf... Ja, man so... Ja, das wäre eigentlich ganz cool. Also, unten erst hier so Lightstone, da drüber in so ein Glas. Das sieht bestimmt ganz gut aus. Brauchen wir tatsächlich noch die 43. So. Haben wir eigentlich? 1,34, okay. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen Wuhl. Roten Teppich oder was reingemacht. Dann würde ich mal vorschlagen, was machen wir jetzt? So. So. Ah, ne, T620. Bulle ich mich jetzt hier einmal rein. So. Ich finde das Loch auch herrlich. Du hast jetzt 10 Sekunden rauszukommen. 9, 0. Jetzt ist das Loch zu. Genau hier auch. Und ich mache jetzt mal kurz den restlichen Boden hier weg, der aus Lightstone besteht. So. Dann habe ich noch Wolle. Hätte man vielleicht vorher machen sollen. Aber dann habe ich noch angefangen um 45. Oh, haben wir noch Zeit. Gut. Dann haben wir noch Zeit. So, und dann noch den. Ja. Noch den Rest mit der restlichen Wolle, die ich noch habe, zu. Und dann hat sich die Sache auch erledigt.
So, jetzt hier müssen jetzt hier Bänke rein, denke ich mal. Keine? Also nur ein Altar oder was? Gott, schön, freu dich. Für den Sarkasmus kriegst du ein. Na, egal. Woraus denn? Riskreich finde ich gut. Ja, wir mögen uns alle sehr. Das wissen wir. Das war klar. Da habe ich gerade irgendjemand angeschrieben oder was? Egal, interessiert mich nicht, da ich jetzt kurz den Rest der Bänke hier verteile, die ich noch habe. Und dann müssen wir uns irgendwie so ein Taufbecken, ob man das doch immer nennen mag. Man hätte auch einfach stehen können, das wäre einfacher. Ja, genau. So, bis hier lasse ich frei und dann machen wir hier weiter. Wie viel Abstand haben wir von der Wand? Einen? Nur einen? Ja, muss ich das ja, wenn da auch noch machen. Wir so, ja gut. Hier ebenfalls. So. Das ist eine tolle Arbeit. Und wir haben mal wieder ein Safe gemacht. Damit meine Festplatte noch voller wird. Ne, wir haben ja noch genug Speicher frei. Warum kommt das jetzt bitte nochmal? Wer hat sich den Müll denn ausgedacht? So, und wir haben einen coolen Altar. Und noch ein Kreuz, schätze ich, kommt da jetzt noch rein. Ja, irgendwie eine Absperrung da vorne hin. Nee. Aber erstmal Time Day, würde ich mal sagen. Hier könnten wir rein theoretisch zwei Türen da machen, aber in der Mitte müssen wir uns einmal was anderes ausdenken. Ich schaue ihm jetzt einfach mal zu. Und wir setzen uns hin und schauen auf. Irgendwie muss noch was in die Wände. Ach so, ja, okay. Irgendwie denke ich, muss noch irgendwas in die Wände. Aber ich buddel mich jetzt einmal kurz hier in den Ecken nach unten. Mach aber bei Gegebenheit das Zeug hier zu. Warte, wo ist denn der Aufgang? Der ist hier in der Ecke. Also man hier ins Tiefer. Und machen da Wasser rein. Mann, das geht ja gar nicht mehr so. So.
So. So, und noch ein paar Fackeln hinterher, dass wir da auch mal, mache ich hier mal kurz an hin. Oh, wo bist denn hier? Sehr gut. Ach, hier bin ich, okay. Natürlich verständlich. Und er bastelt wieder. Aber hier muss ich den ganzen Käse noch zumachen. Hier ebenfalls. Und hier oben auch. Das will nämlich. Nö, sondern hier ein Loch, okay. Oder wenn man es ganz, ganz lollig und nehmen einfach ein Schild, wo nichts drauf steht und machen das genau dahin. Perfekt. Das können wir sogar so machen. So, jetzt machen wir jetzt hier noch ein bisschen frei, das und das auf der anderen Seite natürlich auch. Aber da muss auch noch ein Schild hin. Und den Boden müssen wir nachher alles aus einem Material machen. Aber zuerst schichten wir etwas aus. Und ja. Ganz streng geheime Sache. Könnte natürlich auch einfach so machen, ne? Fällt ja auch nicht unbedingt auf. Ja, man sucht auch noch viel besser. Muss man einmal kurz hochbauen, dass das ganze Wasser hier draus verschwindet. Komm. Und schon. So, jetzt gebe ich noch kurz die 65 ist das, glaube ich, für eine Packung Leitern. Und jetzt gucke ich mal kurz, wie man reingeht. Man geht so eigentlich rein normalerweise. Das heißt, hier mal kommen auch die. So, unten weg, weil da kommt ja nachher noch ein Stein hin. So. Schön, die Fackel weg, weil sie ist sehr auffällig. Und das Ganze eigentlich gegebenenfalls auf der anderen Seite auch noch, aber das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Tschüss.